Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Killing Floor mit dem Noah. Und ja, wir haben in der letzten Folge waren wir im Krankenhaus oder in so einem Forschungslabor oder keine Ahnung. Ja, den Luxus, dass es nur zwei Wege gibt, genießen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt können die von überall kommen, die fetten Scheune. Das finde ich das Schlimmste an Horrorspielen. Wenn du nie weißt, von wo die kommen. Und wenn die jederzeit hinter dir stehen können. Wenn du einfach die Schreie überall hörst. Und du überall tote Pferde liegen siehst. Und da ist schon der erste. Und da ist eine richtig fette Dumme. Am besten ist in dem Spiel immer nach vorne rennen. Weil sonst wird dich garantiert immer was von mir. Okay, hier ist noch einer in den Feldern. Kann man auch werfen. Also ich werf nicht wirklich oft Granaten, aber das kann ja jetzt schon. Und der Spaß hier auf dem Zug. Das sah ja jetzt schon mal nicht so spektakulär aus. Granaten. Acht auf einmal. Habe ich jetzt acht auf einmal gekillt? Mann, bin ich gut. Mann, bin ich gut. Damit er aber nicht zu langweilig wird, werde ich jetzt nur noch diese Folge auf Beginner spielen. Danach werde ich zwar unnormal verkacken, aber immerhin wird es nicht so ganz langweilig für euch. Was ich eigentlich immer mache, ist zu Beginn der Runde mir so eine Rüstung kaufen. Weil sonst kackt ihr eigentlich richtig schnell ab. Und ansonsten gibt es immer noch die Spritze, die ich jetzt aber nicht... Gut, der hässliche Schweine gibt es hier auch. Die ich jetzt aber nicht probieren kann. Ist auf jeden Fall witzig, da spritzt ihr dann so selbst in den Arm und... Ja, kennt man ja schon, ne? Was ich mir noch geholt habe für ein Spiel war Scratches, weil ich das eigentlich ziemlich interessant angehört habe. Das ist schon ziemlich alt, von 2006 glaube ich oder so. Aber das hat sich ziemlich cool angehört und ziemlich gruselig. Alter, hab ich mich erschreckt. Ich habe schon irgendwie sowas gesehen, aber das ist ja manchmal so hier, so zum Beispiel bei den Lichtern. Hör ich schon wieder irgendwie. Oder bin ich das? Jesus, man, that fucking right guy. Wieder ein paar Spastis. Wo ist die Unsichtbarkeit? Ich hab da gerade auf den Gebiet gehalten. Also ist schon eigentlich ziemlich cool, weil... Vor allem... Das Ding ist, wenn du einmal... Wenn du den Zombie attackiert bist, dann bist du weg, bis du den gefunden hast. Aber das ist ganz cool, dass die so von allen Seiten kommen. Das macht das ziemlich. Das heißt,
Ich ging nicht. Ich könnte übrigens Kotze spucken, wie man das vielleicht aus Left 4 Dead kennt. Ja. Und das war noch die Kotze, wenn man das spielt. Ja, Scratches auf jeden Fall. Ihr könnt euch das ja mal bei Steam angucken oder so. War jetzt nur 10 Euro teuer. Ich weiß nicht. Ich hoffe, das ist ganz cool. Ich hab jetzt so ein bisschen in die Ecke. Schmeiß Granaten. Obwohl, ich habe 2000, da könnte ich mir ja wohl ein bisschen was gönnen. Hol ich mir wieder die Mark. Oder ich hole mir Doppelrevolver. Das ist doch, das hat Style. Wenn ich schon hier auf Easy Peasy spiele. Dann aber auch mit Style. Alter, habe ich mich erschreckt. Ja, ich gehe jetzt mal raus. Das ist mir sonst zu crank. Ja, das ist mir auch zu krank. Also. Ich bin so gut. Ich bin so gut, wie der hier mit zielt. Ich hasse diese da hinten ist einer mit einer Kettensäge und hinter mir ist auch ein Schlampen. Alter, immer diese Schlampen da. Diese unsichtbaren Schlampen. Die sind richtig psycho. Und die schreien noch mehr. Easy peasy. Wer war ein Tier wie ein Mädchen? Also die sind auch richtig. Also ja, die machen so Raketenwerfer. Just right. Übrigens, wir haben jetzt schon etwas später, also deswegen bin ich hier gerade ein bisschen psycho. Guck mich auch hier schon die ganze Zeit um. Also ich glaube, es ist jetzt irgendwie 23 Uhr oder so. Ja, 23 Uhr. Und wir schreiben Mittwoch, den 5. oder 6. Na, die Shotgun. Ah, fuck, man. Die wollte ich kaufen. Und dann hole ich mir eine Medigun, brauche ich nicht. Das Ding ist, das ist eigentlich. Fuck! Ja, Mann.
geht ja noch. Nein, Papa, in der Links. Links. Ab ins Feld, ab ins Feld, ab ins Feld. Oh, ich möchte mich gar nicht hinnehmen. So, ich geh hinter mir aber auch. Ich weiß gar nicht, ob man da nicht überhaupt drin ist. Ja, irgendwas aufgesammelt. Ah, das ist ganz cool. Wir müssen uns erschätzen. This time by the really big guns. Hatte ich schon beim letzten Nachbar. Ich spritze mir jetzt mal ein. So sieht das auch ungefähr aus. Die Munition hierfür lädt sich auch immer wieder nach, das ist ganz gut. Aber ich glaube, im Multiplayer muss das Spiel richtig Bock machen. Weil das ist eigentlich ein Multiplayer-Spiel. Habe ich auch schon 1000 Mal gesagt. Und ich will jetzt auch noch zum 1000. Mal sagen, dass ich alleine mit keiner mit mir spielen will. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Super, ich gegen den Endgegner mit einer Schrotflinte und einem Doppelrevolver. Okay, das ist super. Ja, super. Was bist du dann auch so dumm, Noah, und kaufst dir nicht einfach vorher ein paar große Waffen und schalt die ganze Zeit zu laufen und ich weiß es auch nicht, Leute. Yeah. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Aber ich habe 7000 Leute. Die Gegner können mir gar nichts. So, komm schnell. Geht her. 11 Sekunden noch. Ja, hier Lever Action verkaufen. Fuck. Alter, jetzt habe ich nur 2 Revolver. Egal. Geht klar, Leute. Macht den trotzdem mir. Bin der Rasenmäher. Sorry, El. Where'd he go? Ah, wir müssen Munition haben. Oh, das war nicht so Spaß. Something else, where'd he go? Wo ist der Spaß und warum sind da mehrere Spasten? Wo war der? Ach, da hinten. Mother of God, what else has that bastard got up his sleeve? One on one, man. Wo ist der Spitz? Wer ist der Gewinner? Wer ist der Gewinner, Leute? Und das mit 2 Revolvern und einer, keine Ahnung, Handcannon, Desert Eagle. Keine Ahnung. Alter Schwede, Junge. Das war nicht einfach. Obwohl es auf der einfachsten Schwierigkeitsgradstufe war.
Ja, aber das macht Spaß eigentlich. Und ich werde, denke ich, auch mal ein paar mehr machen. Dafür müsste ich mir das Spiel nur kaufen, aber ich meine, das ist eigentlich richtig geil. Und ja, werden jetzt vielleicht erst ein bisschen später kommen, aber freut euch schon mal drauf. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play irgendwas, keine Ahnung. Tschüss, bis bald.